So, ich mach mal den ersten Schritt. Bin ich überall gut zu verstehen? Geht das? Auch da hinten? Okay, danke. Wenn das nachlassen sollte, bitte Bescheid sagen und dann holen wir das nach. Nochmal, mein Name ist Ralf Blum. Ich bin hier aus dem Bereich BSTU, Bundesbeauftragter für die Stasi-Unterlagen, und zusammen mit meinem Kollegen Herrn Arno Polzin haben wir, wie gesagt, das Thema Kulturgutverluste in der letzten Zeit bearbeitet. Kulturgutverluste, die sich in den Unterlagen des BSTU, also in den Stasi-Unterlagen, spiegeln. Das hört sich jetzt erstmal sehr abstrakt an, dieses Thema Kulturgutverluste. Und jetzt werfe ich direkt noch einen anderen abstrakten Begriff in die Manege, der aber zumindest den Archivaren unter uns vielleicht doch bekannt ist oder Assoziationen hervorruft. Das ist der Begriff der Provenienzforschung. Kommt aus dem Bereich der Kulturwissenschaft. Provenienzforschung meint, wir schauen uns ein Kunstobjekt an und fragen, wo kommt das her? Wem hat das vorher gehört? Dieser Bereich der Provenienzforschung hat in den letzten Jahren, ich möchte sagen eigentlich in den letzten zwei Jahrzehnten, einen ziemlichen Aufschwung erlebt. Hat unter anderem zu tun mit bemerkenswerten Restitutionsfällen. Der bekannteste Fall war in den letzten Jahren der Schwabinger Kunstfund, also der Fall Gurlitt, wo zunächst vermutet wurde, dass sich dahinter auch etliches an Raubkunst versteckt, also Kunstwerke, die ihren jüdischen Eigentümern in der Nazizeit weggenommen, widerrechtlich weggenommen worden sind. Später hat sich dann herausgestellt, es war doch nicht so viel Raubkunst darunter. Aber dadurch ist der Begriff der Provenienzforschung erstmal sehr bekannt geworden. Für den Bereich von Deutschland unterscheiden wir im Grunde genommen drei Epochen der Provenienzforschung. Eine richtet sich auf die Kolonialzeit, das deutsche Kolonialerbe bis 1918. Welche Sachen sind da widerrechtlich aus Kolonien sozusagen nach Deutschland gebracht worden? Der Hauptbereich berührt die NS-Zeit und relativ neu ist dann der Bereich nach 1945, also im weitesten Sinne Besitzverschiebungen, Enteignungen in der sowjetischen Besatzungszone und der Deutschen Demokratischen Republik, also die Zeit nach dem Krieg. Und das wurde unser Thema in Abstimmung mit dem Deutschen Zentrum für Kulturgutverluste, eine relativ neue Einrichtung in Magdeburg, haben wir vor zwei Jahren, 2017, nachdem ein Vertrag geschlossen wurde zwischen den Häusern in Magdeburg und unserem Haus hier in Berlin, haben wir vor zwei Jahren begonnen, die Stasi-Unterlagen nach Kulturgutverlusten zu recherchieren. Zunächst war das Projekt auf wenige Monate, auf ein halbes Jahr befristet. Dann hat sich aber gezeigt, die Zeit reicht bei weitem nicht aus, sodass nochmal anderthalb Jahre rangehängt wurden, sodass insgesamt zwei Jahre geforscht wurde innerhalb unseres Hauses nach Kulturgutverlusten. Und im Grunde genommen waren es auch zwei verschiedene Phasen der Recherche. Ich möchte jetzt mal anfangen, die erste Phase zu beschreiben. Die erste Phase bezog sich auf unsere Unterlagen der Diensteinheiten. Dazu muss man wissen, dass sich die Stasi-Überlieferung im Grunde genommen in zwei große Bereiche gliedert. Zunächst die Unterlagen der Diensteinheiten, das ist das Material, mit dem die Stasi bis zum letzten Tag ihrer Existenz, also bis Ende 1989, Anfang 1990, gearbeitet hat, was also auf den Schreibtischen in den Büros noch bis in die letzten Wochen lag. Das
Die eine Hälfte der Überlieferung, die andere große Hälfte der Überlieferung umfasst das Material, was die Stasi bereits zur Zeit ihrer Existenz abgelegt hatte. Landläufig wird da von dem Stasi-Archiv gesprochen. Ich würde lieber von einer Registratur, von einer Altregistratur der Stasi sprechen. Beide Unterlagengruppen sind sowohl hier in Berlin vertreten, als auch in den ehemaligen Bezirksdienststellen der Stasi. Sie wissen, die DDR hatte 15 Bezirke und überall da gab es Stasi-Dienststellen. Und heute gibt es fast in jeder dieser Städte noch BSTU, noch sage ich bewusst. Das kann sich in der nächsten Zeit ändern. Dort gibt es überall noch BSTU-Archive. Ich möchte mich zunächst konzentrieren auf diese Überlieferung der Unterlagen der Diensteinheiten, also die Materialien, die bis zuletzt von der Stasi bearbeitet worden sind und die jetzt von unseren Archivaren hier nebenan weiter erschlossen werden. Die Erschließung ist schon sehr weit fortgeschritten. Über 90% dieser Unterlagen sind erschlossen. Und wenn ich sage erschlossen, meine ich sowohl sachlich, sachthematisch erschlossen, als auch personenbezogen erschlossen. In einer Datenbank, SAE, Datenbank zur Sachaktenerschließung. Hier war also eine relativ zügige Recherche möglich über Klassifikationen und über bestimmte Schlagworte, einschlägige Schlagworte, sage ich mal, die den Bereich Kulturgutverluste berühren. Sie können sich vorstellen, das sind Begriffe wie Diebstahl, Raub von Unterlagen, Kunst und Kultur, Museum. Solche Stichworte muss man da eingeben in Kombination und erhält dann mitunter bis zu hunderten Treffern. Und diese Trefferlisten, sowohl aus unseren Außenstellen als auch von hier aus der Zentralstelle, haben wir dann zusammengefasst in Dateien. Jetzt werden diese verschiedenen Trefferergebnisse nochmal in einer großen Datei zusammengefasst, weil unser Ziel ist ja, die Übergabe unserer Ergebnisse nach Magdeburg und letztlich die Präsentation dieser Ergebnisse auch in der Öffentlichkeit. Also wir liegen damit sozusagen in den letzten Zügen und haben in dem Rahmen ungefähr 2000 Trefferdatensätze erzielt, also doch mehr als 2000 Akten, da sich die Treffer mitunter auf mehrere Bände beziehen. Das ist, wie gesagt, der eine Teil unserer Überlieferung, die Unterlagen der Diensteinheiten. Und der zweite Teil, das sind die bereits durch die Stasi archivierten, in Anführungszeichen archivierten Unterlagen, also in der Stasi-Registratur abgelegten Unterlagen. Und diese wiederum müssen anders recherchiert werden. Hierzu gibt es Stasi-Karteien, Karteien, also mit der die Stasi diese Materialien selber verwaltet hat. Und diese Karteien sind im Wesentlichen nach Namen sortiert. Und an der Stelle würde ich mal an meinen Kollegen übergeben. Ich kann aber bei Bedarf auch ein bisschen weitermachen. Aber Herr Polzin, bitte. Ja, okay. Also für mich ist jetzt der Teil der personenbezogenen Recherche Thema des Kurzvortrags. Hier haben wir die Möglichkeit, gezielt nach den Namen von Leuten zu recherchieren, die in irgendeiner Weise in die damaligen Geschehnisse eingebunden waren. Die Namen haben wir von Magdeburg zugeliefert bekommen. Das sind im Wesentlichen zwei Gruppen. Zum einen diejenigen Sammler, Galeristen, Antiquitätenhändler, die seinerzeit darin unterwegs waren, Sammlungen anzulegen oder Geschäfte zu machen. Zum anderen die Gruppe derjenigen, die in den Institutionen in irgendeiner Weise eingebunden waren, Museumsleiter oder Leute aus dem Kulturministerium oder aus den Straf- und Finanzverfolgungsbehörden.
Der eigentliche Hintergrund, ich will es vielleicht noch ein bisschen deutlicher sagen, als bisher erfolgt ist, liegt ja darin, dass es eine Reihe von Fällen gibt, wo Leuten in der DDR, die größere Sammlungen von Antiquitäten oder Kunstwerken hatten, bewusst kriminalisiert worden sind, indem man ihre Sammlungen als steuerpflichtig eingestuft hat, indem man die Tauschgeschäfte, die die Szene untereinander abwickelte, als Gewerbe einstufte, und insofern wurden dann Gewerbesteuern erhoben und Vermögenssteuern, und das in einer Höhe, die von den Sammlern in der Regel nicht zu bezahlen waren, sodass es dann zu einer Beschlagnahme dieser Sammlungen kam. Hintergrund war das Bemühen der DDR, diese Schätze in Valuta umzuwandeln. Über die personenbezogene Recherche haben wir ungefähr 500 Aktenvorgänge auswerten können, die wir im Gegensatz zu der Stichwortsuche über den anderen Zugang tatsächlich physisch in die Hand genommen haben. Und wir haben dazu eine Auswertungstabelle entwickelt, die dann in etwa so dem Ampelschema folgend sagt: Grün ist eine zutreffende Akte für die Projektfragen, gelb, da muss man im Einzelfall nachschauen, oder rot hat mit dem Thema eigentlich gar nichts zu tun. Denn das ist einer der wesentlichen Begleitumstände gewesen, wenn wir zu einer Person XY eine Recherche machen in den Stasi-Unterlagen, heißt es ja noch lange nicht, dass wir, wenn wir einen Treffer haben, auch mit dem Thema Kulturgutverluste konfrontiert sind, sondern da kann es auch um ganz andere Fragen gehen. Zu diesen 500 ausgewerteten Signaturen haben wir dann in Findbuchähnlicher Art und Weise eine Übersicht entwickelt, die wir zusammen mit der anderen Übersicht, die der Kollege Blum gerade vorstellte, in den Abschlussbericht des Projekts mit aufnehmen werden. Und dann muss Magdeburg als Auftraggeber entscheiden, ob oder wie in dieser Richtung weiter geforscht werden kann. Um Ihnen einen kleinen Einblick zu geben, worum es hier überhaupt auch gegangen sein kann, was also die Staatssicherheit, die DDR, insgesamt alles zu Westgeld machen wollte, möchte ich Ihnen mal eine kleine Auflistung geben dessen, was jenseits des eigentlichen Antiquitäten oder Kulturgutbegriffs, der ja allgemein gehalten ist, jeweils berücksichtigt worden ist. Da geht es also um Münzen, um Medaillen, um Orden, um Porzellane, Glas- und Keramikdinge, Figuren, Büsten, Puppen, Schmuck, Uhren, Kronleuchter, Möbel, Klaviere, Flügel, Drehorgeln, Briefmarken, antiquarische Schriftstücke, Urkunden, Aktien, alte Aktien, Gemälde, Grafiken, Aquarelle, Pelze und so weiter hin bis zu so exotischen Sachen wie eine Meteoritensammlung. In der DDR gab es seinerzeit die größte Meteoritensammlung von Europa. Oder auch Pflastersteine, Gaslaternen oder Findlinge aus den Braunkohletagebauen der DDR. All das war im Blickfeld der Staatssicherheit, die den Ansatz hatte, aus diesen Sachen Valutaerlöse zu erzielen. Eine wesentliche Erfahrung in der Projektarbeit war, dass die Staatssicherheit als treibende Kraft da nicht federführend war. Die Kriminalisierung erfolgte ja mit den Vorwürfen von Steuerhinterziehung. Und insofern waren dann die Finanzorgane zuständig, das Ministerium der Finanzen bzw. die Steuerfahndungsabteilungen jeweils vor Ort in den Regionen. Und Polizei und Staatssicherheit waren dann nur beteiligte Mitspieler in dem Ganzen. Insbesondere bei dem sogenannten ersten Zugriff war die Staatssicherheit schon relevant, wenn es darum ging, bei der Verhaftungssituation Gebäude mit abzusichern, eventuelle Verstecke aufzustöbern, Lagerhallen, Garagen und dergleichen mit aufzuheben. Insofern ist dann die Ernüchterung eingetreten, dass die Stasi-Unterlagen in der Regel zwar den Vorgang mit beschreiben, aber in dem Ansatz, den wir eigentlich erhofft haben, nämlich der Provenienzforschung, uns wenig weiterhelfen, weil nach der Beschlagnahme die Spuren von den einzelnen Objekten in der Regel im Sande verlaufen. So viel vielleicht zur Einführung, und dann würden wir jetzt erstmal in die Fragerunde gehen, um dann gegebenenfalls noch Schwerpunkte zu erkennen, auf die wir gesondert eingehen können. Vielleicht darf ich noch eins ergänzen, dass
klang ja auch im Titel schon an, Ziel der Zusammenstellung dieser verschiedenartigen Unterlagen ist die Erstellung eines Inventars. Im Vertrag heißt das Spezialinventar über Kulturgutverluste, die sich halt in den Stasi-Unterlagen zeigen. Ja? In der Art eines Findbuchs, der Inventarcharakter liegt besonders darin, dass wir über sämtliche Teilbestände, über die wir verfügen. Wir sind, wenn ich das richtig sehe, in Deutschland der größte Bestand mit über 100 Kilometern Papierüberlieferung. Also, dass wir über sämtliche Teilbestände recherchiert haben. Ein Parallelprojekt lief im Bundesarchiv etwas vor unserer Zeit. Und dabei wurden die Unterlagen der Kunst- und Antiquitäten GmbH erschlossen. Das sind, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, ungefähr 70 laufende Meter, die dabei erschlossen wurden. Und die KUA, so heißt es abgekürzt, Kunst- und Antiquitäten GmbH, war Teil der KUKO, das ist ja dem einen oder anderen ein Begriff, also des Imperiums von Schalk-Golukowski, dessen Hauptziel ja war, die Wiesen für die stets klamme DDR zu erwirtschaften. Daneben gibt es noch ein anderes Teilprojekt, was auch von Magdeburg vergeben wurde, was sich speziell auf eine Stasi-Aktion bezieht, nämlich die Stasi-Aktion Licht 1962, als sich in einer Nacht- und Nebelaktion die Stasi dazu entschlossen hatte, in alten Bank- und Versicherungsgebäuden, auch in Gutshäusern, Schlössern und so weiter, nochmal nachzusehen und Keller und Tresore, also verschlossene Räume, Gelasse, aufzubrechen und da Sachen rauszuholen, die seit Kriegsende nicht mehr angefasst worden sind. Und dabei sind etliche Kunstwerke, Gemälde, auch Dokumente, auch Archivalien entdeckt worden und von der Stasi auf bisher weitgehend unbekannte Wege zu Geld gemacht worden. Das bedeutet ja in der Regel in den Westen auf den Markt gebracht worden sind. Das ist die größte, eigentlich die größte systematisch geplante Stasi-Aktion, von der wir wissen. Das ist also, das reichte dann für ein extra Projekt und das müsste auch langsam abgeschlossen sein. Ziele sind natürlich die Veröffentlichung, Ziele sind Publikationen, die wir teilweise als Druck, teilweise auch als Online-Angebote anbieten werden. Das ist noch nicht ganz so weit. Das wäre dann jetzt der Beginn der Fragerunde. Ja. Ist das an? Hört man mich? Hervorragend. Sebastian Monzio, Osnabrück. Ja, ein wahnsinnig spannendes Kapitel. Für mich völlig neu, also in gewisser Weise neu, dieser systematische Raub an der DDR-Bevölkerung. Mich interessiert, in welchem Rahmen ist das Ganze wissenschaftlich begleitet worden? Also war das ein Projekt, was hier im Haus stattfand? Oder sind Sie da in Kooperation mit Universitäten und so weiter getreten? Und unser ständiger Begleiter war das Deutsche Zentrum für Kulturgutverluste. Da sitzen die Spezialisten, mit denen haben wir uns von Anfang an abgestimmt. Da gibt es so einen Rahmenvertrag 2017. Wenn wir Fragen hatten, sind wir auf die Kollegen zugekommen. Und mit denen machen wir auch die Publikation. Genau, eine Publikation im Sinne von einer Monographie, die das ganze Thema, also das historische Thema erschließt, oder ist das tatsächlich eher auf Ihre Arbeit mit den Quellen quasi konzentriert? Ich würde sagen, es ist sehr quellenbasiert.
Ja, die Datensätze aus dem Sachaktenerschließungsprogramm haben wir da aufgeführt, aber auch unsere Ergebnisse aus dem Aktenlesen, das sind im Wesentlichen die Ergebnisse aus den Stasi-Ablagen. Diese Akten haben wir, da sind wir teilweise die ersten Nutzer, die diese Sachen seit 1990 gesehen haben. Das sieht man an den Einträgen im Benutzerblatt. Ja, dass wir da zum ersten Mal teilweise in diese Sachen reingeschaut haben. Ja. Und so Ihre Frage? Ergänzend noch dazu, die wissenschaftliche Analyse oder wissenschaftliche Begleitung ist bei uns im Haus weniger erfolgt. Aus unserer Sicht ist es auch erst der Erkundungsansatz der Magdeburger Kolleginnen und Kollegen, die den Überblick erhalten wollen, in welchen Archiven, in welchen Museen oder wo anders sind denn überhaupt Spuren zu finden, zu Enteignungen, zu Kulturgutverlusten im weitesten Sinne. Und insofern war ja auch die Genese des Projekts schon eine erste Reaktion, dass nach dem 6-Monats-Projekt erkennbar war, okay, wir haben mehr zu liefern und wir müssen jetzt nach 2 Jahren sagen, wir können euch wirklich nur erste Spuren geben und ihr müsst selber entscheiden, ob ihr dann nochmal mit einer neuen Ausschreibung oder einem zweiten Projekt dann da tiefer einsteigen wollt. Philipp Gorki, Berlin. Ich kam ein bisschen später, deswegen, was Sie schon gesagt haben, tut es mir leid. Also, wie ich es verstanden habe, werden denn Ihre Projektergebnisse nach Magdeburg geschickt? Und inwiefern wird es veröffentlicht? Also gibt es denn sowas wie ein Inventar, was in Magdeburg veröffentlicht wird? Oder gibt es irgendwie auch eine Nachnutzbarkeit Ihrer Ergebnisse außer der Publikation? Das würde mich interessieren, danke. Ja, wir werden einen Abschlussbericht erstellen, der zunächst als Dienstleistung an den Kooperationspartner geht. Es ist aber dort bereits abgesprochen, dass wir unter der Federführung der Stasi-Unterlagenbehörde den Bericht auch veröffentlichen werden. Das ist also ein Berichtsteil, ein Textteil, der erstmal die Vorgehensweise und eine erste Übersicht über die Qualität der Ergebnisse gibt, ergänzt durch 2 große Anlagen im Sinne dessen, was der Kollege Blum und ich versucht haben vorzutragen, wie über die beiden unterschiedlichen Recherchewege unterschiedliche Listen mit Ergebnissen zustande kommen. Insbesondere die eine Liste zu den Treffern aus der Sachaktenrecherche, die ist so groß, dass wir die also nicht abdrucken werden. Deswegen ist parallel dazu eine Online-Publikation geplant, wo dann also über die Internetseite abrufbar ist, in welchen Signaturen welche Spuren zu finden sind. Einen Zeitrahmen kann ich Ihnen nicht sagen. Wir sind jetzt in der Schlussredaktion, hausintern. Dann kommt die Abstimmung mit den Magdeburger Kollegen. Wir werden wahrscheinlich im Frühjahr nächsten Jahres dann damit auch in Erscheinung treten können. Ja, Andreas Weber, Landesarchiv Baden-Württemberg. Wir haben ein ähnliches Projekt und bei uns wurden die Ergebnisse auch direkt in die Erschließungsinformationen aufgenommen. Ist sowas auch geplant, also dass das, was Sie herausgefunden haben, dann auch in die Archivdatenbanken zurückgespielt wird zu den einzelnen Archivalieneinheiten? Die Unterlagen der Diensteinheiten sind ja bei uns schon weitgehend erschlossen. Da haben wir uns also auf die Ergebnisse, die die Archivare festgehalten haben, schon gestützt und diese neu aufbereitet, diese zusammengefasst. Auf der einen Seite mit den MFS-Ablagen, also der Griff in die Stasi-Registratur, da haben wir oft Neuland betreten. Diese haben wir zunächst in einer Excel-Tabelle zusammengefasst und das wird jetzt nicht zu den Archivaren zurückgespielt, sondern das wird direkt der Öffentlichkeit vorgestellt, nachdem wir uns dazu nochmal mit Magdeburg abgestimmt haben. Ja? Aber das eine schließt das andere ja nicht aus. Also indem wir es in die Welt geben, ist es ja schon auch für die Archivare zur Verfügung. Dabei muss man noch eine Besonderheit unseres Archivs wissen, dass die Priorität
Priorität zunächst auf der vollständigen Erschließung der Unterlagen der Diensteinheiten liegt. Diese dürfte jetzt bei 93, 94, 95% liegen, aber erst sollen die komplett abgeschlossen werden bis zur letzten Außenstelle. Und erst danach wollen wir uns den Stasi-Ablagen gezielt und systematisch widmen. Ja. Das dürfte in absehbarer Zeit der Fall sein, aber ein festes Datum kann ich Ihnen dazu auch noch nicht sagen. Ja. Also parallel wird auch noch geprüft, ob oder inwiefern wir... All das können wir natürlich nicht nachvollziehen. Und es wird auch für den Provenienzforscher, der dafür bezahlt wird, diese Detektivarbeit zu leisten, schwer sein, diese Stationen nachzuvollziehen. Es sind ja häufig Journalisten, die hochrangigen Kunstobjekten nachgehen und dann schauen, wo verliert sich die Spur, wo finden wir die letzten Hinweise, Stichwort Bernsteinzimmer. Ja, es war auch für die Stasi ein ganz großes Thema, da dran zu bleiben, auf Schatzsuche zu gehen. Ja, darüber gibt es etliche Akten, nicht nur das Bernsteinzimmer, sondern auch wie andere Objekte halt aus dem Boden gesucht worden und aus dem Boden geborgen worden, die beispielsweise 1945 vergraben wurden, als viele Leute, die was hatten, auf die Flucht gingen, aber natürlich in der Hoffnung lebten, eines Tages zurückzukommen und die Sachen zu bergen. Und teilweise bekam die Stasi Wind von diesen versteckten Sachen und ging der Sache auf den Grund und manchmal mit Erfolg, wenn es um adlige Sitze, adlige Besitztümer ging, ja. War das so ungefähr die Ja, also es ist quasi, Richtung? Also ich wollte jetzt auch nicht unterstellen, dass das der Zweck sein sollte, dieser Forschung da dem nachzugehen, sondern einfach informationshalber. Also es ist quasi auch mehr so eine Service-Datenbank, sag ich mal. Wenn jemand kommt, dann kann er darin quasi recherchieren, ob das Objekt, das er sucht, bereits in den Akten erfasst wurde, ob dazu was gefunden wurde und dann selber also, weitergehen. Kurz gesagt, wir füttern damit die große Datenbank, die in Magdeburg geführt wird, wo vieles zusammenläuft aus anderen Archiven, aus den Museen. Das Hauptinteresse gilt ja den Sachen, die im Museum jetzt noch sind. Liegen diese Objekte, die im Museum sind, rechtmäßig da beispielsweise? Ja? Oder sind die in der Nazizeit oder danach den ehemaligen Eigentümern weggekommen, die beispielsweise auf die Flucht gegangen sind aus der DDR? Ja, und dann wurden die Sachen ins Heimatmuseum gebracht, meinetwegen. Ja, und heute oder nach 1990 bis heute gibt es Familien, die diese Sachen suchen. Ja, wenn wir versuchen, diese Opfergruppe mal zu beschreiben, dann kommen wir auf circa 200 Personen plus deren Familienangehörigen, die hier um ihr Hab und Gut, also um ihre Familiensammlung mit untergebracht worden sind, um teilweise hochrangige Kunst. Noch andere Fragen? Ja, dann vielleicht noch ergänzend zur letzten Frage. Die Stasi bzw. auch die anderen ermittelnden Organe in der DDR haben es uns Rechercheuren auch nicht gerade leicht gemacht. Die Spuren verwischen sich schon in den zum direkten Vorgang gehörenden Akten. Ja, wenn man sich jetzt also die Situation vorstellt, eine Sammlung wird beschlagnahmt, dann ist da zwar ein ordnungsgemäßer Beschlagnahmebeschluss mit richterlicher Unterschrift bzw. staatsanwaltschaftlicher Unterschrift vorhanden, und bestenfalls ein mehrseitiges Beschlagnahmeprotokoll, wo viele Gegenstände aufgelistet sind, aber schon bei den Beschreibungen geht es dann oft ins Allgemeine. Ja, ein Meißner Porzellanservice 48-teilig. Wenn man Glück hat, steht da noch der Zwiebeldekor dazu, aber das Herstellungsjahr oder die Gütequalität bleibt offen. Ein Gemälde, Bauernlandschaft, circa 18. Jahrhundert, 70 cm mal 50 cm. Keine Angabe des Malers, keine Signatur,
keine weiteren Hinweise. Ja, dann kommt der Gutachter und soll eine Werteinschätzung abgeben. Der bezieht sich dann nicht mehr auf die Objektbeschreibung, sondern der sagt, zu Position 95 schätze ich ein 500 Mark, zu Position 114 1500 Mark. Man müsste also beide Listen parallel haben, um eine Objektspur direkt zu verfolgen. Und wenn Sie sich erinnern, dass ich vorhin sagte, dass ja die Beteiligung der Stasi nur eine sekundäre war, dann wird es noch schwieriger. Ja, also die Finanzorgane, die haben die Hoheit in der Regel gehabt für diese Verfahren und oft sind es auch nur sehr miese Durchschläge, sehr miese Kopien von den Protokollen, die bei der Stasi liegen, sodass es also darüber dann auch wiederum schwierig wird, die einzelne Spur zu verfolgen. Und bei dem Schritt, wenn es dann darum geht, dass gerichtlich verfügt, der Verkauf in den Westen möglich ist, dann kommen nur noch Sammelbezeichnungen. Im Verfahren so und so werden für 300.000 Mark Porzellanteile an die Kunst- und Antiquitäten GmbH übergeben und da ist dann keine Objektbeschreibung mehr bei, keine Positionsliste und zu den Verkaufsprotokollen von Mühlenbeck haben wir in der Regel keinen Zugriff. Das wäre dann über das Bundesarchiv oder anderweitig zu prüfen. Also wenn keine Fragen mehr sind oder Ergänzungen, können wir die Session auch beenden an der Stelle mit einer verlängerten Pause für alle Anwesenden. Außer es besteht noch Diskussionsbedarf, aber das scheint mir jetzt nicht der Fall zu sein, außer jetzt schreit jemand ganz laut hier. Wir sind nur noch im Moment hier vorne erreichbar, also für individuelle Rückfragen gibt es jederzeit die Möglichkeit. Ansonsten sagen wir ganz herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank auch für den großen Zuspruch.